Warum diese Veranstaltung? Einfach, ich wollte morgens was machen. Ich wollte viele Leute auf einen Haufen treffen. Anfangen, Netzwerk aufzubauen. Und ich glaube, das kann ich hier ganz gut. Ich bin das erste Mal für Gründerszene in Köln und wollte mir mal die Startup-Szene angucken, weil wir bei Gründerszene eben gemerkt haben, dass hier was wächst und dass man eigentlich auch viel mehr berichten sollte und nicht nur immer über Berlin. Über das Breakfast bin ich über Till aufmerksam geworden, der hatte mir davon erzählt und meinte, hier kannst du viele Leute kennenlernen. Ja, Startup Breakfast hat klein angefangen, es ist aber sehr schön zu sehen, wie es gewachsen ist. Es ist schön zu sehen, dass jetzt in den letzten ein, zwei Jahren sich die Startup-Szene wirklich weiterentwickelt hat. 80 Leute hier, super. Ist spannend. Ist spannend zu sehen, wie wir langsam enger zusammenwachsen und uns wirklich austauschen können. Hi, ich bin Julian von FriendVenture. Ich bin Elia. Und ich bin der Till vom Pirate Summit. Ja, wir sind heute beim Startup Breakfast im Startplatz. Guter Zulauf heute, ordentlich. Als wir damals gestartet haben, waren wir, glaube ich, bei 25. Ja, Startup Breakfast ist entstanden, oder warum machen wir das? Ich glaube, wir frühstücken alle ziemlich gerne und netzwerken auch. Und ich glaube, es ist so ein Instrument, um die Szene noch besser miteinander zu vernetzen und vor allem nach außen zu öffnen. Also wir haben heute sehr viele Leute aus dem Ausland da, wir haben extrem viele Freelancer da, wir haben extrem viele Startups da und auch ein paar Investoren. Ich glaube, dass es ein geeignetes Instrument zum richtigen Zeitpunkt war. Vor allem für uns, als wir sind neu in der Gründerszene hier in Köln und wir haben, es ist auch so entstanden, wir haben nach etwas gesucht, wo wir Leute kennenlernen können. Gleichdenkende Leute, Unternehmer kennenlernen können. Und es gibt verschiedene Events und es gibt aber, jedes hat eine Agenda, ein Thema, ein bestimmtes. Das Startup Breakfast hat keine Agenda, kein Thema. Es ist wirklich nur ein Frühstück, wo sich Leute treffen, gemeinsam frühstücken, über Startup reden oder über was anderes. Fußball, es ist völlig frei. Ja. Ja. Schöne Grüße. Genau, aus Köln. Alles klar.